Sam, unser junger Pirat, wurde als Verräter von seinen Kameraden auf der unbewohnten Insel Coconut Island ausgesetzt. An seinem ersten Morgen erkundet er die Insel. Ich bin gespannt, was mich hier alles erwartet. Was habe ich denn hier gefunden? Einen Brunnen. Anscheinend war doch schon mal jemand länger auf dieser Insel. Boah, gut. Das Wasser ist genießbar. Auf der Insel gibt es Kokosnüsse, Bananen und Fische. Also verhungern und verdursten werde ich wohl nicht. Hoffentlich findet mich bald jemand. Ich möchte eigentlich nicht den Rest meines Lebens auf dieser Insel verbringen. Vater, Captain, wo wollt ihr denn mit dem Gold hin? Wir bringen es in Sicherheit. Und wohin genau? Das erfährst du noch früh genug. Vielen Dank auch. Frankie, wir legen ab. Aye, Captain. Frankie, Skull Islands Steuerbord voraus. Wir werden hier vor Anker gehen. Mit dem Ruderboot weiterfahren, damit wir an den vielen Felsen vorbeikommen. Hi, Captain. Wie weit denn noch, Captain? Stopp und absetzen. Sieht aus wie ein X, das perfekte Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Frankie, bring das Gold hierher. Schaff die Kiste weg und versteck sie im Dschungel. Hi, Captain. So, jetzt lassen wir den Schatz verschwinden. Alles erledigt, Captain. Captain, was hast du mit der Pistole vor? Tut mir leid, Frankie. Niemand soll wissen, wo der Schatz versteckt ist. Auch du nicht. Jetzt zeichne ich mir noch eine Schatzkarte, damit wenigstens ich jederzeit das Gold finden kann. So, fertig. Nix wie heim. In der Gewehrkiste sollte die Schatzkarte erstmal sicher sein. Ich sollte mich auf den Weg machen. Ein Sturm zieht auf. Uah! Oh, meine Schatzkarte! Hilfe! Ja, klasse. Jetzt mache ich mir nicht nur Sorgen um Sam, sondern auch um meinen Vater und Frankie. Auch bei Sam auf Coconut Island tobte der Sturm in der vergangenen Nacht. Schau an, was der Sturm alles angespült hat. Was da wohl drin ist? Eine Schatzkarte. Das muss ich mir später noch genauer anschauen. Eine Pistole, Schaufel, ein Kompass und ein Enterhaken. Mal schauen, ob das Boot auch unversehrt ist. Erstmal umdrehen. Yeah.
Mein Gott, ich komme von der Insel runter und ich habe eine Schatzkarte gefunden. Ich bin ein wahrer Glückspirat. Okay, der Schatz ist also auf Skull Island. Dann werde ich jetzt zusammenpacken und werde ihn suchen gehen. Der Captain und Frankie sind immer noch nicht wieder da. Vielleicht haben sie im Sturm Probleme bekommen und brauchen unsere Hilfe. So ist es, Männer. Wir werden gleich morgen früh auslaufen und die beiden suchen. Genau. Na, warten wir mal ab, wie lange sie der Kleinen folgen werden. Männer, wollt ihr wirklich dem Töchterchen vom Captain das Kommando geben? Vielleicht hat sich ja ihr Vater mit unserem Gold davon gemacht. Niemals. Das würde Captain morgen nicht tun. Oder der Sturm hat ihn geholt. Und das Gold liegt für alle Zeit am Meeresgrund. Wenn mein Anteil vom Schatz verloren ist und wir Captain morgen nicht finden, wird die kleine Rebecca dafür büßen. Butch, wenn du dann das Kommando übernehmen willst, kannst du auf mich zählen. Genau, dann stehe ich auch hinter dir. Naja, bei den anderen sehe ich da auch kein Problem. Aber was ist mit Dean? Ohne seinen Freund Sam fehlt ihm der Mut, sich aufzulehnen. Lass das mal meine Sorge sein. Oh Mann, mit so einer Nussschale nach Skull Island rudern. Wenn ich mir da mal nicht zu viel vorgenommen habe. Rebecca, wir können jetzt noch tagelang durch die Gegend schippern, ohne was zu finden. Wir haben keine Ahnung, in welche Richtung dein Vater gefahren ist. Wir suchen weiter. Gib Ruhe. Los, Backbord voraus. Siehst du den Captain und Frankie? Keine Menschenseele an Bord zu sehen. Oh nein, das darf nicht sein. Ich bin fix und fertig. Jetzt muss ich erstmal schlafen, ich kann nicht mehr. Nee, keine Spur von den beiden. Und vom Gold? Nichts zu sehen. Butch! Was soll das? Die Männer und ich sind der Ansicht, dass dein Vater uns um unser Gold betrogen hat. Das ist Morderei! War es nicht? Kein Wort, Dean, wenn dir dein Leben lieb ist. Wer weiß, vielleicht ist dein Vater mit dem Ruderboot und dem Schatz einfach auf und davon. Als Entschädigung für unser verlorenes Gold werden wir auf jeden Fall das Schiff behalten. Butch, das wirst du bereuen. Ich werde dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Sei froh, dass wir dich nur aussetzen und den Haien überlassen. Wir können dich auch auf dem Sklavenmarkt verkaufen. Ach, was mache ich jetzt nur? Vielleicht fällt mir ja morgen was ein. Vater? Sam, wie in aller Welt! Rebecca? Bist du es wirklich oder sehe ich schon Gespenster? Nein, Sam, ich bin's wirklich. Und was machen wir jetzt? Ich versuche mit den Seilen vom Enterhaken und den Paddeln den Mast wieder zu richten. Und dann fahren wir nach Skull Island und holen uns den Schatz. So, fertig. Versuchen wir's. Wenn wir jetzt in keinen Sturm geraten, sollte das bis Skull Island halten. Gut gemacht, Sam. Jetzt schaffen wir's. Ja, wir sind da. Skull Island direkt voraus. Nur die wenigsten wissen von dem kleinen Strand. Nur so kann man die ganzen Felsen umgehen. Wir nehmen die Kiste mit. Wenn wir den Schatz wirklich finden, müssen wir ihn transportieren. Okay. Und hopp. Puh, hier sitzen wir die Kiste ab. Gib mir bitte die Karte aus der Kiste. Wir müssten nämlich schon ganz in der Nähe sein. Mein Gott, der arme Teufel. Rebecca, das musst du sehen. Oh Gott, Frankie. Wir kümmern uns später um ihn, versprochen. Aber jetzt suchen wir erst den Schatz. Ab hier muss ich wohl losgehen. 1, 2, 3, 4,
5, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kümmere mich sofort um dich, Frankie. 47, 48, 49, 50. Hier muss es sein. Uah, Schlangen, Skorpione, Spinnen. Uah. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, wie das aufgeht. Yes, da ist das Ding. Rebecca! Komme, leb wohl, Frankie. Oh, endlich, da ist der Schatz. Und was machen wir jetzt? Und jetzt, liebe Rebecca, nehmen wir den Schatz, setzen Segel und schauen, wohin der Wind uns treibt. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor?